Heute muss Nicole alles das essen, was ich esse. Und ich habe mir da einiges einfallen lassen. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben! Ja, Nicole muss heute das essen, was ich sage. Wir haben noch so ein bisschen noch eine Zusatzregel gemacht, und zwar muss ich das selber auch essen. Ne? Sonst kann ich ja so richtig böse Sachen machen. Problem ist, ich esse ja jeglichen Scheiß, deswegen ist das auch so schon böse genug. Ja, und ich fange jetzt mit dem allerersten Brot an, als Frühstück. Nicole ist nämlich gerade joggen, und wenn sie wiederkommt, braucht sie ja richtiges Kraftfutter. Und das kriegst du von mir. Ich leg mal los. So, es geht los. Und zwar ist das eine Sache, die ich in meiner Kindheit sehr gerne gegessen habe. Ich habe nämlich immer, ja, eigentlich Weißbrot, wir haben jetzt nur Graubrot und Schwarzbrot gegessen. Mit einer Seite mit diesem Sirup hier, Goldensaft, Zuckerrübensirup und Nutella. Aber das reicht mir nicht. Ich habe mir so kleine Knoblauchzehen geholt, die werde ich da auch noch schön drauf verteilen. So, jetzt kommen wir zum krönenden Abschluss. Ein bisschen Knoblauch drauf machen. Mmh. Schön verteilen. Eine kleine Sorge, ich werde das auf jeden Fall essen. Ob Nicole das isst, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Sieht nicht lecker aus. So, ich werde mal alles vorbereiten und räume alles weg, damit ich nicht weiß, was drauf ist. Und dann legen wir los. So, Nicole ist fertig von, von Joggen zurück. Genau, war noch kurz im Pool, hat sich umgezogen und jetzt wird lecker gefrühstückt. Ne? Ihr habt ja gesehen, was ich Schönes gemacht habe. Mal gucken, ob sich Nicole freut. Du machst jetzt die Augen zu. Ich mache jetzt die Augen zu. Und dann kannst du ja erraten, was ich da gemacht habe. Mach die Augen zu. Du hast mir jetzt kein Steak oder so gemacht. Ne? Nein, das kommt erst heute Abend. Ich habe Pilze vergessen zu kaufen, so eine Scheiße. Da habe ich gestern auch drüber nachgedacht. Weil ich das schon angefangen zu essen? Nein, ich muss erstmal was abschneiden. Okay. So. Mund auf. Ich weiß nicht, was du mir da gibst. Komm, Mund auf. Kannst du, darf ich erstmal riechen? Ich muss essen. Ich kann es riechen. Na, was riecht das denn? Komm, esse einfach. Ich esse das auch. Mach jetzt Mund auf. Ah. Das Knoblauch mit Nutella? Ja, und noch was. Was ist da noch drin? So, ich esse das natürlich auch. Knoblauch mit Nutella, ja? Mhm. Lecker. Was soll noch drin sein? Zuckerrübensirup. Schmeckt auf jeden Fall volle Scheiße. Schmeckt ja lecker, hier. Ich mach's Augen auf, ja? Ja klar, kannst du jetzt auch machen. Nee. Doch, wenn, komm. Dann mach ich lieber, leg ich lieber einen Diättag ein. Du musst genauso viel essen wie ich. Das ist der Deal. Komm. Knoblauch mit Zuckerrübensirup. Du hast ja nicht mehr einen an der Mummel, ey. Ja, komm. Da kannst du mal schön halbieren. Dann lege ich lieber die Eta. Nee, da kann ich nicht ganz essen. Schön lecker. Geiles Frühstück. Ich wär's Kleinste. Ja, lecker. Ich weiß gar nicht, was die hat. Ja, mit den Knoblauchzehen dazwischen. Halt mal ab, wenn ich was mache. Denk dann, du musst das jetzt selber dann auch essen. Ja, das war so schlimm. Weil ich esse halt nicht so solche Sachen wie du. Tja, hast du eben falsch mit mir ausgesucht. Ja.
So, jetzt habe ich unheimlich Lust auf so einen schönen leckeren Käse. Mm. Gouda uralt. Oh, das Format ist geil. Mm. Ja, guck mal, ich mache dir auch noch ein schönes kleines Stück. Ja. So lecker. Weil es schmeckt auch uralt. Mm. Komm, noch ein Stückchen. Oh nee, komm. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich hätte noch alles essen sollen, ne? Nee. Ich konnte nicht wissen, dass sie sich so sehr anstellt. Wieder lecker. Schöne Flug auch. Denn? Nee, mir fällt nichts mehr ein. So, da ja Nicole viel zu wenig gegessen hat, die will ja gar nicht essen, habe ich mir gedacht, ich habe was davon gegessen. Tu dir mal was Gutes und wir essen Wassermelone. Mit Knoblauchsoße. So. Komm, ich fütter dich auch. Mmh. Mund auf. Komm. Okay, das schmeckt nicht so gut. Okay. Hm, das hätte ich mal früher probieren sollen, aber das geht eigentlich. Ein Stück? Nee, ich will sie nicht mehr. Ich trinke immer Cola. So, wir sind jetzt mal raus aus der Hütte. Ist ja so bombastisches Wetter heute. Ja, und da habe ich schon gedacht, tust du Nicole mal was Gutes und gehen wir zur Eisdiele. Ja, nach diesem leckeren Frühstück, ne? Ja, genau, war doch super, ne? Mm-mm. Mega super. Ja, du kannst schlafen. Genau, ich habe den Bollerwagen rausgeholt und Jasmin liegt da drin. Und die ziehe ich gerade hinterher. Ja. So als kleine Überraschung für die Maus. Ja, und ich guck mal, was die da für Eissorten haben, weil Nicole muss natürlich das Eis essen, was ich esse. Ja, und ja mein logisch. Favoriteneis ist ja immer, aber wirklich immer Spaghetti-Eis. Ja, Pech gehabt, heute nicht. Nee, ich weiß. Vielleicht haben wir ja Knoblauch-Eis. Ja, genau. Oder Chili-Eis. Ja, vielleicht ja, ich glaub, Knoblauch-Eis, aber was in der Knoblauch-Eis klar schmeckt, weil es nur so aussieht. Ne? Naja, das Problem ist ja, ich glaube, das ist so eine ganz kleine Eisdiele aus dem Dorf, die haben nicht so besondere Sachen. Da müssen wir irgendwo eine Großstadt nehmen. Die haben wahrscheinlich irgendwelche Sauereien. Ja, genau. So Chili-Eis oder Knoblauch-Eis oder so. So, aber jetzt werden wir mal losdüsen, dann zeige ich euch gleich mal, was wir denn für ein Eis geholt haben. Bin ich mal gespannt. Ja, wir sind jetzt bei der Eisdiele und Robert muss jetzt ein Eis für mich raussuchen. Schön auch gucken, ich bin mal gespannt. Ja, du kriegst auch Eis. Ne? Und schon wird gefunden. Ich darf ja in die Karte nicht reingucken. Ja, reingucken kannst du schon. Du darfst ihn nur nicht aufsuchen. Ja, ja, stimmt. So, ich habe ein zweimal Pizza-Eis bestellt für uns, aber das sieht viel zu lecker aus. Hat die gar nicht verdient. Ich freue mich nach diesem Frühstück. Ne? Ich zeig mal. Das ist das. Oh, lecker. Ich freue mich. Ja. Oh, Robert. Guck mal. Super aus. Ja, sieht echt super aus. Das esse ich jetzt. Das Frühstück war echt eine Katastrophe. So, das Eis war viel zu lecker für Nicole. Ja, das war echt voll lecker, oder? Wir gehen jetzt noch bei der Dönerbude vorbei. Nee, ich esse jetzt nichts mehr. Ich bin voll. Du musst wenigstens probieren, ja, was ich mich genau. Auch. Wie? Robert möchte sich noch was anderes holen. Ja, nur wegen dir, sonst würde ich auch nichts holen. So, genau, wo wir aber gerade beim Thema Essen sind, da ist mir vorhin was eingefallen. Und zwar der liebe Schmackofax. Das finde ich ganz schön, wenn er auch mal bei denen seinen Kanal vorbeischauen würdet. Wir haben jetzt noch gar nicht mit denen gesprochen oder irgendwas, aber der macht auch schöne Videos, ne? Ja, und über Essen irgendwie und hat so. Der gar nicht so viel Aufmerksamkeit auf seinen Kanal, obwohl ich die Videos super finde. Und ja, der probiert dann immer irgendwelche Sachen an, aus, zeigt das, ne? Deswegen könnt ihr ja mal vorbeischauen. Der probiert die nicht an, sondern der isst die Sachen. Ja, der isst die Sachen. Ja, genau. Ah, Entschuldigung. Also erstmal liebe Grüße, lieber Schmackofatz. Und ich packe deinen Link mal unter dem Video rein. Da können die Leute mal vorbeischauen.
Weil ich finde die Videos cool und brauchst mehr Aufmerksamkeit. Ja, genau. So, jetzt zur Dönerbude. Ja, jetzt geht's zur Dönerbude. Vielleicht wird auch die Knochen hier halt. Ach so, ja. So, bin aus der Dönerbude raus. Aber ich zeige euch erst zu Hause, was ich gekauft habe. So außergewöhnliche Sachen hat die leider nicht. Aber mal schauen. Vielleicht kann ich Nicole doch noch ein bisschen ärgern. Ja, und wir haben gerade gesehen, ne? Wir haben noch beim. In der Eisdiele hatte ich noch Kommentare beantwortet. Da waren wir noch bei 498 Abonnenten. Ja. Und dann guckt gerade Nicole. Hä? Wir haben ja 501. Und die, keine Ahnung. Ja, danke. Wir freuen uns auf jeden Fall. Wir wollen hoffen, Fall. Dass das so bleibt. Vielen Dank. Vielen lieben Dank, ja. Ja, ich denke mal, der Anreiz ist auch, wenn jemand sieht, man ist kurz vor der 500, dann klickt man mal schneller drauf, denke ich, auf Abo als sonst. Ne? Ja, sehr cool. Haben uns auf jeden Fall gefreut. Ja. So, jetzt geht's nach Hause und dann gucken wir mal. Also Ruhe essen bleibt ja warm, die Sonne scheint. Ja, es ist warm genug. Ach, der auf jeden Fall gleich nicht in die Mikrowelle stecken. Nee, nur auf dem Teller kann man besser essen. Ich habe mir so eine Box geholt, das ist ein bisschen blöd zu essen. Ja. War eine super Idee mit dem Bollerwagen, ich bin so durch. Also wenn ich gegessen habe, dann geht's erst mal im Pool. So, also hier, ich habe mir so eine Dönerbox geholt. Und ja, die werden wir jetzt zusammen essen, ne? Nicole, komm. Ja, ich platz bald. Das ist mir egal. Ich trinke eben was. Man muss mich füttern. Du kannst doch selber essen. Nee, du kannst mich auch füttern. Mal gucken, weil ich habe das noch nie gegessen. Das habe ich echt noch nie gegessen. Die Pommes sind ja lecker, denke ich. Boah, und die schwabbelig, die Pommes, ey. Sind die ja immer da. Ja, du holst ja da immer. Ich komm schon mit Fleisch hier. Mhm. Nicht nur Pommes. Deswegen wollte ich dich füttern. Ja, ja. Schmeckt. So ein Mist. Gut, wir wollen jetzt gar nicht so viel voressen, dann geht's gleich weiter. Genau, bitte nicht. Hoffentlich finde ich irgendwas, was ich nicht essen will. Bis später. Später. So, es geht weiter mit dem Essen. Hab jetzt langsam wieder Hunger. Und jetzt gibt es ein schönes Rindersteak, was Nicole gar nicht mag. Sehr schön. Und ich habe da richtig Bock drauf. Deswegen ist das ziemlich cool. Und dazu gibt es dann schöne Zwiebeln. Die werden jetzt in eine Pfanne angebraten. Steak kommt in den Tefal-Grill, so ein Kontaktgrill. Und dann schauen wir mal. So, der Tefal-Grill heizt schon mal auf. Da vorne kommt jetzt gleich die Zwiebeln rein und dann kann ich schön gleich mit Nicole Steak essen. So, Essen ist fertig. Ich habe alles schon mal schön dekoriert, in Tranchen geschnitten, Salz, Pfeffer drauf, Zwiebeln. Das sieht ja super aus. Da soll sie mal was sagen, ey. So, Nicole ist auch da. Hallo. Oh, ich sehe aus, sie drehst du fast. Raus wie Bent, Fudupe. So, dann kriegst du jetzt ein schönes Stück. Mit Zwiebeln drauf. Ich will kein Steak. Ja, komm, Ruhe jetzt. Stell dich nichts an. Bitteschön. Muss ich mal so einen Kack fressen? Das ist voll lecker. Ich schmeckt wie Kaugummi. Mit deinem Steak, ey. Komm, mach doch mal. Ess doch mal ein Stück. Der andere war gerade Kaugummi. Komm, Autoreifen. Das ist eine Challenge. Lass doch mal essen. Ist schwer zu essen. Ein bisschen zäh, ne? Rolf findet vielleicht zäh. Aber wenn man sowas nicht mag, findet man das zäh. Und noch ein Stück. Nee. So, ihr Lieben, ja, ich habe jetzt noch Melone geschnitten, also recht unspektakulär. Ich habe auch keinen Hunger mehr. Nee, ich habe auch keinen Hunger mehr. Ja. Boah, ich bin auch irgendwie satt von dem aus dem Dönerkram da. Ja, das stimmt. Das war auch ganz lecker. Also man merkt irgendwie bei dem Wetter, ne? Ja, man kann gar nicht so viel essen. Ja, trinken. Zu essen. Nächstes Mal machen wir, du musst das trinken, was ich auch trinke. Das ist viel interessanter. Genau. Nächstes Mal machen wir im Winter, dann kann man auch mehr essen. Ja, und dann machen wir das auf jeden Fall, dass du genauso viel essen musst wie ich. Du hast ja alles nur probiert, verlangweilig.
Ja gut, aber das Schiss sind aber auch so komische Sachen. Ja, genau. Gut, jetzt ist aber Feierabend für heute. Dann lasst gerne ein Abo da, Like nicht vergessen, schreibt auch Kommentare, wie ihr die Aktion fandet und ja, ob Nicole das dann auch mit mir machen will. Ja, ich mach das, aber mit S-Bahn-Sachen. Jo, Tim, zum nächsten Mal. Tschüss.